Moin moin, ihr Freibeuter. Zeit für die nächste Folge Dredge. Hat man jetzt schon fast eine Woche nicht mehr gezockt. Wird man Zeit für einen neuen Teil, würde ich sagen. Ausgesetzt unsere Software hier kann ich nicht. So. Wir waren letztens... Labert hat man schon, oder? Ja. Was hat es mit dem Nebel auf sich? Hatten wir alles schon. Nee. Ich möchte etwas über die Gegend erfahren. Aber sicher, gibt es einen Ort, der dich besonders interessiert? Doch, halt mal. Alles klar. Hat man mit ihr denn alles? Die Architektin will einfach nur auf diese eine Insel. Was hat es mit dem Nebel auf sich? Das weiß niemand. Er hat sich verändert. Er bleibt jetzt bis zum Morgen. Früher schien ihm dafür die Kraft gefehlt zu haben. Selbst in der Mittagssonne verweilt er als eine im Schatten lauernde Bosheit, die auf die Dunkelheit wartet. Sie sieht ihn auf zum Leuchtturm. Wenn dieses Licht jemals erlischt, dann gnade uns Gott. Ja, übertreib's mal nicht, Alter. Der Leuchtturm hält alle am Leben. Was weißt du über den alten Bürgermeister von Kleim, Mark? Das? Er ist... Ich versuche nicht, an ihn zu denken. Das ist schmerzvoll für uns alle. In manchen Nächten glaube ich, das Geräusch seiner Motoren in der Bucht zu hören. Doch ich weiß, dass er tot ist und ich will nicht mehr darüber sprechen. Mann, Elisa, mal kurz angebunden. So, Architektin, die will einfach nur auf ihre eine Insel da, ne? Was sollte ich nochmal tun? Okay. Also, Fischhändler, da haben wir eh nichts. Okay. Ganz mal langsam. Hat man noch Reusen draußen? Weiß ich gar nicht. Schiffsbauerin. Korrekte Motorenbedienung der Kajüte hinzugefügt. Oh, neues Buch, sehr schön. Wir sollten noch langsam mal... Moment. Fischarten Flachwasser. Mit verstärkten Leinen kann man auch größere Fische aus den tieferen Wasserschichten ziehen. Was meine Meinung ist, so dieses Standard-Scheiß-Ding, ne? Nee, Küstennähe, okay. Und er hier? Flachwasser. Fanggeschwindigkeit 11. Oh, die ist crap. Fanggeschwindigkeit 11%. Das könnte man dann gegen die tauschen. Jo. Und die hier? Flachwasser. Einfacher Skimmer. Das ist doch die. Jo. Also, dann holen wir uns mal die bessere. Und vertickern wir. Ausbauen geht auch. Ausbauen wo drauf. Nicht, dass ich jetzt umsonst Cash ausgebe. Scheiß drauf, dann hol doch gleich die andere. Ja, komm, vertickern. Ja, dann nehmen wir die. Fürs Einbauen 3 Stunden von alleine? Meine Güte. Die beste Schiffsbauerin ist das aber nicht, oder? 3 Stunden? Okay, schnelleren Motor haben wir ein bisschen. Okay. Was haben wir im Lager? Den kann man nicht aufhalten, ne? Diesen Motor. So, also ich gucke jetzt erstmal, ob wir die Reusen ausgelegt haben. Oh, holy crap, Alter. Da. Nee, hat man nicht, doch, den. Boah, der neue Motor ist aber echt gut, muss ich sagen. Mal sehen, ob schon was drin ist. 2 Tage verbleiben. Ne, die hat man gerade erst rausgeschmissen. Okay, also dann gucken wir, ob wir die neue Leine gleich nutzen können. War vernünftige Fische. Warte mal, wo können wir. Wo waren welche, die wir nie fischen konnten? Das sind Aale hier, glaube ich, ne? Tiefere Tiefen? Nee. Toll. Makrelen halt. Oh. Okay. Start mal den Dredge mal. Digga, wie lange brauchst du, um das Zeug hochzuholen? Wegen einer bescheuerten Planke. Ja. Besten, warte mal. Also, mal einen Platz verschwinden. Was? Schon erschöpft?
Okay. So, komm, mit dem schnelleren Motor wagen wir uns jetzt auch mal ein bisschen weiter raus hier. Was haben wir denn hier Schönes? Sieht auch nach Makrelen aus. Ohne Scheiß. So, dann fahren wir ein bisschen weiter raus hier. Gut, die ist aber auch nur für Flachwasser. Eine neue Leine. Ist ja nicht so, als wäre das so die Hightech-Hochseeleine. Was sollten wir überhaupt machen? Moment. Nebenbei das Buch lesen. Jo. Korrekte Motorenbedienung. Vielleicht wird er dann noch ein bisschen schneller. Komm, irgendwas müssen wir langsam fangen, weil. Was haben wir hier? Oh. Flachwasserbestand hoch. Ja, komm, die nehmen so viel Platz weg. Holy crap, Alter, ganz Platz schon weg. Scheiß drauf, reicht von mir. Hier auch Makrelen, ne? Wieder eine Mutation. Unglaublich scharfe Zähne, zwischen denen die Reste der letzten Mahlzeit hängen. Hungriger Blick. Säbelzahnkabeljau. Ja, den kriegen wir jetzt. Warte mal. Moment. Okay, perfekt ausgenutzt. Dann könnte man noch zwei von denen mitnehmen. Wir sind erstmal geldgeil. Wir sammeln jetzt einfach erstmal nur ein bisschen Cash. Bevor wir uns zu den nächstgrößeren Inseln wagen. Sehr schön. Jetzt sind wir auch voll. Zurück nach Hause. Oh, es wird auch dunkel. Oh. 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 Einfach zwischen den Felsen her, ja, das ist gut. Oh. Schnell, schnell. Alter, das ist wie so ein scheiß Sauron ins Auge, ne? Haben sie echt cool gemacht. Da kriege ich echt Schiss, verdammte Scheiße. Es passiert eigentlich gar nichts vor dem Spiel. So gesehen, nichts. Was denn jetzt? Ja, haben wir doch. Ach, die Enzyklopädie, weil wir hier ihn gefangen haben. Ja, okay. Verstehe. Es passiert eigentlich nichts, aber es ist immer so diese permanente Bedrohung irgendwie da. Es ist immer irgendwie, dass man denkt, weil man nicht genau weiß, wohin das Spiel überhaupt führt. So, wir verticken einzeln, weil ich will mal sehen. Oh, Scheiße! Dieses rote Licht habe ich schon länger nicht mehr gesehen. Ich frage mich, was das war. Welches rote Licht zur Hölle? War da ein rotes Licht irgendwo? Habe ich gar nicht gesehen. Auch gut. Okay. Wir gehen pennen. Dann gucken wir uns die Aufgaben an. So, was hat man in der Mission? Bauholz, zweimal Schrott, zweimal Bauholz. Das war für die Architektin, oder? Ich habe mich am Dock von Großmarkt mit einer Architektin unterhalten. Sie sprach dauernd davon, dass es weitergehen muss, schien aber nicht ganz bei der Sache zu sein. Fragte mich, ob ich Materialien nach Stahlspitz bringen könnte. Das ist eine Insel im Norden. Dort soll wohl ein Haus gebaut werden. Ich kann bestimmt was auftreiben. Das Holz der Praxis ist oft noch gut. Zweimal Bau, zweimal Schrott nach Stahlspitz. Okay, warte. Und zeigt er mir jetzt den Spind? Zweimal Holz. Warte, das machen wir so rein. Kann ich
den Platz von der Leine mit einnehmen? Ja, ne? Solange da nichts ist, okay. Das ist gut, um zu wissen. Zweimal Schrott. Der nimmt allein schon was damit ein. Okay. So. Ablegen, Stahlspitz. Stahlspitz, warte. Ach, scheiße, Map. Nein, Map. Nein. Map. Stahlspitz, wo ist Stahlspitz? Sturmklippen, Teufelsgrad, Windstrang. Ist das das Markierte mit dem Kreuz? Ja, ne? Ja, also, jetzt muss sein. Oh, was ist da denn los? Oh, da wird eine Mutation mit bei sein. Also, warte, zack. Müssen wir hin. Wir haben ja auch ein bisschen Platz. Ja, aber bis wir zurück sind, ist er vergammelt. Scheiße. Okay. Okay. What? Oder heißt das einfach nur, dass wir jetzt schneller was kriegen? Ah, okay. Es geht schneller. Was heißt das Bunte wohl? Jo. Okay. Na ja, gut, scheiße. Das wäre jetzt komplett unwichtig gewesen. Gut, wir können die drei eben abliefern. Makrelen. Noch sind wir ja hier, warte. Kurz wenden. Ich kann es erstmal ausmachen. Jetzt nochmal erlichten Tag. Was ist vermutlich? Fischhändler, Fisch vertickern. Digga, dafür hätte ich mir einen Scheißweg sparen können. So. Jetzt aber wirklich. So. Stahlspitz. Liest du das Buch noch? Ja, ne? Wie viel Prozent haben wir davon schon? 43 abgeschlossen. Also, das muss die da hinten sein, wo dieser Vulkan ist. Alter, halte ich an die Bojen. Oh! Können wir die jetzt eigentlich? Warte, kurz gucken. Ne, immer noch nicht. Ozeanfische sind das. Crap. Gut. Man ist animiert weiterzumachen, um alleine die nächste Leine zu kriegen. Ich weiß, was hier noch alles kommt. Haben sie echt cool gemacht, muss ich ja sagen. Also mir gefällt das Spiel sehr gut. Mama, ich hoffe, das ist Stahlspitz hier. Okay, Stahlspitz, sehr schön. Und jetzt? Was für Forschung, Alter. Ich wollte da das Zeug ablegen. What the fuck? Hätte ich vielleicht, warte. Boah, hier sind ganz schön viele Wracks. Gibt es auf der Vorderseite vielleicht noch was? Oder muss ich das Haus suchen? Hat das eine eigene Anlegestelle? Nix, Alter. Da hinten, diese Hütte vielleicht. SOS? Ich bin gerettet. Gerettet. Oh, wie sehr ich mich freue, dich zu sehen. Du siehst furchtbar aus. Alles in Ordnung? Was ist passiert? Ich wurde hier an Land gespült. Das muss jetzt ungefähr 2 Wochen her sein. Wir fuhren über raue See und als uns seitlich eine Welle traf, ging ich über Bord. Ich dachte, dass meine Mannschaft nach mir suchen würde. Aber deins ist das erste Schiff, das ich hier sehe. Haben die Jungs dich geschickt, um nach mir zu suchen? Nein. Oh, ich bin sicher, sie suchen mich da draußen. Wahrscheinlich. Könntest du mich nach Kleinmark bringen, Fremder? Dort könnte ich wieder zu ihnen stoßen, wenn sie das nächste Mal anlegen. Jo. Oh, shit. Ja, dann weiß ich nicht, ob ich dich mitnehmen kann. Warte, lass mich hier ein bisschen umdisponieren. Nein, 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 nein. Nicht zurückwerfen. Was für ein Zurückwerfen, Alter. Scheiße. Digga, ich werde dich hier nicht mit reinkriegen, irgendwie. Ja,
ich kann den nicht hier lassen. Ich kann den nicht hier lassen, Mann. Ich kann ihn aber auch nicht mitnehmen. Ich habe keinen Platz, verdammte Scheiße. Oh, holy crap, Junge. Tut mir leid, aber... Warte, warte. Oder Motor nach unten? Geht auch nicht. Scheiße, ist doch nicht wahr. Können wir den querlegen? Ich meine, lässt er sich querlegen? Selbst wenn, und? Einbauen 3 Stunden auch. Und bringt dir nichts, doch. Einbauen 3 Stunden, warte, warte. Ach, scheiße. Dann hast du den ja wieder. Oh, Mann, ey. So, warte. Aber dann vielleicht so. So. Ein beschissener Platz ist es. Ich glaube das nicht. So, warte. Du. Dahin. Du. Es reicht trotzdem nicht. Ich glaub's ja nicht. So. Haha. Mann. Du blöder Sack. Dann komm an Bord. Der Schiffbrüchige klettert an Bord. So, dann wo will er hin? Nach Klei? Was haben wir denn jetzt noch? Mission. Bringe den Schiffbrüchigen nach Kleinmark. Ja, würde ich gerne. Ich würde aber auch gerne erst das Holz hier abliefern. Auf ihrer komischen Insel, aber irgendwie ist da nichts. Oh, Digga, mach das Licht an. Wird schon wieder Abend zur Hölle. Da hinten ist der Leuchtturm. Hm. Wo ist ihre blöde Hütte? Da, wahrscheinlich. Warte. Nee, hey, das ist einfach nur... Der einst solide Rumpf liegt nun zerschmettert am Strand. Das Heck ist komplett eingedrückt. Du ziehst dich ein bisschen näher ran und kannst dann in den hinteren Teil des Wracks klettern. Du siehst dich um. Oh, Hallöle. Den nehmen wir noch mit, ne? Den Rest lassen wir erstmal. Die Ohrringe nehmen wir auch mit. Alles, was wir noch reinquetschen können, quetschen wir rein. So. Ja, das war's. Ja, wir müssen nach Kleinmark. Die Alte hat mich wohl irgendwie verarscht, glaube ich. Ich weiß nicht, wo soll hier das... Weißt du was? Fahr zurück, es wird dunkel. Saurons Auge kommt. Oh, da hinten sieht man noch die Bojen. Gib Gas. Warte mal, wir haben noch diesen Speed Boost. Nein, nee, den brauchst du nicht, komm. Das ist doch Bullshit. Mach mal hier. Das ist immer schlimm, dass da was zurückkommt. Scheiße. Schiffbrüchiger. Der süße Gestank der Zivilisation. Ich dachte nicht, dass ich das mal vermissen würde. Er wendet sich zu dir. Für jemanden, der gerade gerettet wurde, ist er ziemlich schlecht aufgelegt. Ich habe nicht viel bei mir, wie du dir vorstellen kannst. Und dieses Ding ist für mich nicht mehr viel wert, aber vielleicht ja für dich. Er zieht einen Siegelring von einem Finger der linken Hand. Und gibt ihn dir. Er ist mit dem Symbol eines Steuerrads verziert. Hier, was? Platzierte Objekte gehen verloren. Okay, den nehmen wir. Klar nehmen wir. So. Auf zu neuen Horizonten, mein Freund. Leb wohl. Händler, können wir direkt bestimmt vertickern, oder? Willkommen. Hast du etwas Interessantes gefunden? Ja, erstmal die Ohrringe hier, ne? Oh. Oh Mann, den Scheißring. Oh, der war gut was wert. Ja, $808 haben wir jetzt wieder. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal pennen. Und versuchen es am nächsten Morgen nochmal. So. Dass wir auch ausgeschlafen sind. So, jetzt gleich fahre ich nochmal nach... wie ist das? Tafelspitz? Wie ist die Insel?
Stahlspitz. Also, nochmal nach Stahlspitz. Wenn ich jetzt den scheiß Ort nicht finde, wo sie das Zeug haben will. Oh, wow, wow, das blubbert aber. Ach, normale Quallen oder sowas. Ja, gleich auf dem Rückweg holen wir dann die Reusen ein. So. Ach, da können wir das Zeug eben auch noch mitnehmen. Wenn wir schon mal hier sind. Mal einen Stoffballen und ich glaube Schrottteile liegen lassen, ne? Aber den Rest auch noch ähnlich. So. Stoffballen. Vielleicht werden wir den Rest ja jetzt los, den sie hier haben wollte. Aber es ist auch nur die eine Anlegestelle da. So, ist jetzt einmal um die ganze Insel rum. Es gibt nichts anderes außer dieser Anlegestelle. Holy crap, Alter, was soll der Scheiß? Wieso? Oder warte mal. Was haben wir da denn noch so? Holz. Oh Mann, hier sind aber. Oh! Korrekte Motorenbedienung gelesen. Was haben wir jetzt mit dem Boni? Motoren bringen 5% mehr Geschwindigkeit als angegeben. Sehr schön. Oh, soll man hier eben hoch, Mann? Warte mal. Schatten in der Tiefe. Ach man. Digga, das war aber. Was? Ach so. Toll. Oh, okay. Dann zurückwerfen. Scheiß drauf. Also, wir haben keinen Platz mehr. Ich muss das Zeug loswerden. So, Madame, wo ist denn dein Haus auf dem Hügel, was du bauen willst? Die einzige Anlegestelle hier. Oder ich pack das mal ins Lager. Vielleicht ist es das. Warte. Vielleicht einfach ins. Hier gibt's kein Lager. Da. Ah. Peinlich, Leute. Peinlich. Hab ich gerade gar nicht gesehen. Das ist die Insel, auf die du die Materialien für die Architektin liefern sollst. Liefern wir mal. Holz. Kann man da nicht auch einfach drücken, dass alles gleichzeitig rübergeht? Ja, anscheinend nicht, oder? Ja. Nein, nicht Stoff. Shit. Zweimal Holz. Zweimal Schrottteile. Okay, du hast alle nötigen Materialien geliefert. Du solltest die Architektin informieren. Ah, dann muss ich sie bestimmt auch noch hier hinbringen, stimmt's? Bestimmt. Aber jetzt können wir natürlich auch noch ein bisschen was mitnehmen. Ach, wolltest du nicht die. Na, eigentlich die Fische, ne? Die Krabben. Aus den Reusen aber kommen. Ach, Holz gibt's hier nur. Scheiß drauf. Was ist das hier so? Oh shit. Oh, der hat seinen auch nicht. Ein goldener Pokal oder was? Sehr schön. Erschöpft. Shit. Also den. Zurück. Sagen wir der Architektin eben Bescheid. Leeren die Krabbenkäfige. Uhr. Eigentlich könnten wir eben noch ein paar Fischchen hier mitnehmen. Wenn wir hier auf dem Weg nach Hause sind, haben wir auch nochmal Kohle. Mach mal eben. Fetten Zackenbarsche.
gefährlich hier zwischen den Felsen, ja. Das geht schon. Gehen wir noch einen von den Krebsen mit. So. Oh, Karamba, da haben wir auch den Fetten drin. Aber. Mist, warte mal. Shitte. Ja, das ist. Crap. Okay. Erstmal das Loswerden. 95. Ganz gute Ausbeute. Was mit dem Pokal? Den muss ich wieder drüben vertickern, ne? Ein großer Kelch, der mit einer dünnen Schicht Blattgold überzogen zu sein scheint. Ich glaube, das Wort kommt später. Also Lager packen wir erstmal hier. Ich wollte die Fracht ins Lager packen. Ja, Moment, Architektin, sofort. Erstmal hier das Zeug loswerden. Zum Lager, zum Lager. Können wir auch ins Lager packen. Forschung können wir nachher benutzen. So, Architektin. Oh, du hast es geschafft. Nun, dann sollte ich wohl keine Zeit mehr verlieren. Es muss weitergehen. Oh, crap. Nicht sofort. Wir fahren morgen früh. Oh, du hast keinen Platz an Deck? Komm zurück, wenn es wieder geht. Ich werde warten. Ja, ich wollte einfach nur nicht nachts rausfahren. Lass uns mal pennen. So, und jetzt 5 Uhr morgens aufstehen. Jetzt kannst du mit. Ja, okay. Leb wohl, Großmark. Ich verlasse dich. So, wir bringen die eben weg. Hallo? So. Und wir holen auch vorher noch... Ja, aber die kannst du vergessen. Die holen wir dann auf den Rückweg ein. Ja, ja, ich komme gleich wieder. Ich bringe die eben nach Stahlspitz. Leute, mal sehen, was da für eine komische Story draus wird, wenn die dann hier ist oder vielleicht noch gar nichts mehr. Will sie also eine Einsiedlerin werden, eine seltsame hier alleine. Oder vielleicht kann man das Haus später wieder besuchen oder sowas, wenn sie es fertig hat. Ah, ja, ja, das sollte genügen, ich danke dir. Gib mir ein bisschen Zeit, bis hier alles aufgebaut ist. Dann bist du jederzeit willkommen. Sie greift in ihre Werkzeugkiste und holt eine Handvoll Teile heraus. Nimm die hier. Die kann man immer gut gebrauchen. Oh, Forschungsobjekte sind immer gut. Die nehmen wir gerne. Sehr schön. Na denn? Nein! Oh! Okay. Jetzt holen wir die Reusen ein. Leiten auch schon eine Forschung ein. Und dann, was war denn noch? Warte mal. Dann fangen wir an, hier ein bisschen nach Relikten zu suchen. Finde die Musiktruhe in den Sturmklippen. Finde den Ring im Sternenbecken. Finde die Halskette im Windstrang. Finde die Armbanduhr im Teufelsgrat. Besser gesagt, das machen wir dann nächstes Mal. Also wir gehen zurück, lernen die Chöre und dann war es das erstmal. In der nächsten Folge legen wir dann richtig los mit den ganzen... Oh, okay. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Oh Mann, ey, dauert auch mal länger. So, erschöpft? Mann, ey. Nee, lass mal den Platz, weil wenn wir ein paar fette Krabben drin haben, brauchst du eh den ganzen Platz. Das ist auch ein schönes Motiv hier. Moment mal eben. Nein! Oh, holy moly. Warte mal, wir sind doch hier drin. Bitte. Schönes Motiv. So.
Mhm.